Hallo lieber Roland, der Körperscan war zwar heute nicht Thema, aber ich habe heute entschieden, mir dafür mal wirklich Zeit zu nehmen. Und zunächst war mir aufgefallen, dass ich ganz oft nur geglaubt habe, die Stelle zu fühlen, weil ich wusste, wie es sich anfühlen sollte. Dies habe ich dann durch eine Verlangsamung, also längeres Verweilen an einer Stelle versucht zu korrigieren und genau versucht zu spüren. Dabei wiederum ist mir aufgefallen, dass es mir unmöglich war, die Konzentration wirklich durchgängig aufrechtzuerhalten. Ich meine damit nicht Gedanken, die waren sowieso im Hintergrund. Ich meine, es schien eher so wie bei Schmerz. Der ist auch nicht wirklich permanent an einer Stelle, sondern bewegt sich die ganze Zeit wie so eine Art Welle. Wie kann ich das ändern, dass die Konzentration wirklich mal ruhig an einer Stelle ist? Ich habe es wirklich lange probiert, aber es entzog sich schlichtweg meinem Bewusstsein. Irgendwie. Ich kann es nicht gut erklären. Es wäre toll, wenn du mir da helfen kannst. Weiß nicht, ob es noch passt. Ja, es passt schon noch. Ich finde es gar nicht so schlecht, was da erlebt wurde. Das ist eigentlich eine tiefe Einsicht, würde ich sagen, dass es tatsächlich nichts gibt, was man irgendwie greifen kann. Und die Konzentration, die ist natürlich davon abhängig von dem, was man erlebt. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass das so ganz fest was ist, sondern das ist immer bedingt durch das Erleben selbst. Und das Erleben, und das ist hier eigentlich ganz gut beschrieben, wie bei einem Schmerz, es ist auch in den, in den Verdichtungen so, wenn wir da durchgehen, da ist immer eine leichte Bewegung auch drin. Ja? Es gibt nichts Festes im ganzen Universum, nicht? Das werden wir auch nicht finden. Der einzige Ort, wo es mal wirklich zur Ruhe kommt, ist, wenn wir die Schöpfung vollkommen loslassen, was ein Erleuchtungserlebnis ist. Dann kommen wir zu, was manchmal Stillpunkt genannt wird, zu einem totalen Frieden. Das ist das Ungeschaffene, das Unbedingte, das Bewegungslose, der Urgrund, könnte man auch sagen, aus dem alles hervorgeht und in den alles wieder zurückgeht. Da ist keine Bewegung drin. Aber sonst, im ganzen Universum, gibt keinen Ort, keinen Platz, kein nichts, wo nicht die Energie in Bewegung ist. Also es ist total okay, das auch so zu erleben, aber ich würde sehr ermuntern, da noch mehr Zeit zu geben und noch genauer hinschauen und noch tiefer sich einlassen. Es ist ja auch auch jemand mit einem gewissen Forschergeist und ein gewisses Interesse. Was könnte interessanter sein, als uns in so einer Tiefe auch kennenzulernen? Ne? Eins der drei Daseinsmerkmale, Vergänglichkeit. Alles löst sich auf, kommt zusammen, löst sich auf. Aber vielleicht ist es noch möglich. Ich denke, da ist vielleicht tatsächlich die Konzentration noch nicht so ganz immer dabei, aber auch wenn die dann immer dabei ist, wird es auch kein anderes Ergebnis geben. Und dann noch ein Dank, ganz lieben Dank für die große Mühe, die ihr euch macht, um den Kurs online anzubieten. Da ich so weit weg, Nähe von Hannover wohne, hätte ich sonst kaum eine Chance. Ja, das machen wir sehr, sehr gerne. Schönen guten Abend, lieber Roland Nanabodhi. Ich habe eine Frage zu der Ruhemeditation. Bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich meditiere, schon häufig dieses angenehme Körpergefühl Pitti spüre und die Gedanken nur noch sporadisch hochkommen. Der Atem wird dann auch feiner, aber wenn ich dann anfange, mich auf das Gefühl zu konzentrieren, fällt es mir schwer, den Atem loszulassen und mich voll auf das Gefühl zu konzentrieren. Sollte ich dann in dieser Situation einfach weiter das angenehme Gefühl betrachten, obwohl ich den Atem noch spüre? Ich selber merke sowieso die Tendenz in mir, dass ich auch in der Ruhemeditation dieses "Ich will jetzt schneller, höher, weiter" Gefühl habe
und Schwierigkeiten habe, den Moment wertzuschätzen. Ich freue mich, wenn du die Frage beantwortest. Ja, das ist so, also auch ganz gut festgestellt. Es ist immer schön, dass sich die Leute auch so gut selber erkennen und dann diese Tendenzen, die eben normalerweise auch außerhalb da sind, auch in der Meditation, auch mitnehmen und auch erkennen, ich will jetzt schneller, höher, weiter. Ich will das jetzt haben. Ja? Und zwar sofort. Das ist natürlich klar, da haben wir auch heute ausführlich drüber gesprochen. Sobald dieses schneller, mehr, intensiver kommt, dann löst sich das auf, dann entzieht es sich. Ja? Und da ist es schon ein bisschen die Kunst, auch einen guten Zeitpunkt zu finden. Also bei der Atembetrachtung vielleicht auch so lang beim Atmen zu bleiben, bis das Gefühl so stark wird, dass man dann gut dabei bleiben kann oder dass es einen vielleicht sogar fast ein bisschen so reinzieht. Und dann aber nicht in eine Haltung kommen, ich will das jetzt festhalten, ich will das jetzt stärker machen oder höher, schneller, weiter, so wie hier beschrieben, sondern dann eine Haltung einnehmen, so wo man anfängt zu genießen, sich empfänglich zu machen, so das willkommen zu heißen, das ist so ganz fein vielleicht noch, ja, ja, okay, okay, so eine Haltung eher. Und nicht jetzt da irgendwie greifen oder was machen müssen. Dann vielleicht hier noch ein ganz interessanter Aspekt. Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten, wie wir praktizieren können. Ayakema hat immer ganz klar einen Weg gelehrt, wo sie gesagt hat, der Atem ist unser Schlüssel zu den inneren Gemächern und wenn wir diese inneren Gemächer aufgesperrt haben, dann hat sozusagen der Schlüssel, die Methode ihren Zweck erfüllt und wir gehen in diese inneren Gemächer. Also das ist jetzt gerade, was ich gesagt habe, wenn das Gefühl stark genug ist, dass wir gut drauf bleiben können, dass wir uns gut davon durchtränken, überschwemmen lassen können, dann eben dann in dieses Gefühl reingehen. Aber wir haben auch die Möglichkeit im Atem tatsächlich selbst auch diese feinen Welten zu erleben. Also auch im Atem, in der Atemwelt ist auch die ganze Subtilität vorhanden, sodass wir da gar nicht so sehr, jetzt, also hier würde ich empfehlen, nicht unbedingt jetzt immer zu schauen, ist der Atem noch da oder habe ich den schon losgelassen, sondern da ein bisschen relaxter zu werden. Und wenn der Atem noch da ist, ist er noch da und wir gehen trotzdem in diese subtilen Welten. Und irgendwann ist er vielleicht dann so weit im Hintergrund, dass dieses Gefühl so weit im Vordergrund ist, dass er uns dann tatsächlich überhaupt nicht mehr interessiert. Wenn er noch da ist und wir mitten atmen, im Atmen, in diese feinen, subtilen Welten kommen, auch okay. Also nicht so sehr sich darauf konzentrieren, ist der Atem noch immer da. Aber dann eben so dieses empfänglich machen. Oder ganz einfach noch ein bisschen länger beim Atmen bleiben, bevor dann die Tendenz ist, ja, jetzt möchte ich das endlich erleben, jetzt ist es soweit, weil dann entsteht dieser Ping-Pong-Effekt. Man kommt ein bisschen rein und dann ist man wieder draußen. Dann kommt man wieder ein bisschen rein, dann ist man wieder draußen. Dann kommt man wieder ein bisschen rein und das ist schon so ein Geschmack, wo man bekommt, ein leichter Geruch von der Vertiefung, von Piti. Das ist schon da und es ist jetzt nicht schlecht. Aber gleichzeitig da ein bisschen geduldiger sein. Ja. Vielleicht sich noch ein bisschen besser vorbereiten, auch insgesamt noch besser vorbereiten, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder die Mundwinkel nach oben ziehen. Ja. Ruhig mal ausprobieren. Es ist erstaunlich, wie sich dann der innere Zustand, die innere Atmosphäre verändert. Ja. Also es kann nur mit dieser Rest Leichtigkeit erzeugt werden, der notwendig ist, um tatsächlich in dieses leichte, lichte, subtile reinzukommen. Oder eben dieses Wort Pity da reinsinken lassen oder reingeben und dann schauen, ob da irgendwas in uns in Resonanz geht. Lieber Roland, es ist wirklich ein Geschenk, da mal zu hören und wieder am Osterkurs teilnehmen zu können. Ich bin darüber sehr dankbar. Fragen kommen im Kurs und sie gehen wieder. Nicht zuletzt deswegen, weil du sie fast im nächsten Augenblick beantwortest. Das ist schön, auch dafür herzlichen Dank.
Eine Frage und damit verbundene Ängste bleiben hartnäckig. Was tritt an die Stelle der Ich-Identifikation? Ich löse sie auf und nehme dabei etwas wahr, was mich haltlos macht. Ich nehme ein All-Eins-Gefühl wahr, als gäbe es ein Ich nicht. Nach einem sehr schönen Gefühl der Weite kommt das Haltlose, kommt Angst und Enge. Ich würde dort gern weitergehen in die Weite, aber es ist wie ein freies Fallen ins Bodenlose. Ja, so ist es. Dazu muss man bereit sein, dass man sich, also da ist ja so der Ansatz von einer richtigen Vertiefung, wo es auch so richtig ans Eingemachte geht. Und da eben das Vertrauen auch zu haben, mir kann da nichts passieren. Ich fall da, ich fall da ins Bodenlose, aber was ist, es wird ja sogar schon beschrieben, was erlebt wird, diese Weite, diese Unendlichkeit, dieses All-Eins-Sein. Ja, was will man denn noch? Das ist doch ein wunderschönes Gefühl, in die All-Einheit reinzugehen und aus der Separierung rauszukommen, aus diesem ewigen Denken und aus diesem ewigen Machen rauszukommen und in diesen tiefen, tiefen Seinszustand einzudringen. Also ruhig da, mutiger werden, Vertrauen, das ist ja ein total schönes Wort, das hat ja auch mit Trauen zu tun, so dieses Vertrauen zu haben in den Buddha, in Ayakema, in meine Anweisungen, dass da eben schon nichts passieren kann. Und bis jetzt ist jeder noch immer wieder zurückgekommen. Manchmal möchte man sagen, leider. Ja. Es wäre schön, wenn man da auch noch länger drin verweilen könnte und sich da aufhalten könnte und ja, in dieses Alleine, Haltlose, ja, ist auch gut. Man kann sich, das ist richtig auch erkannt, man kann sich nirgends mal festhalten. Ja. Das, was sonst normalerweise die Gewohnheiten sind, wo man so festhalten, wo man uns, und dieses Festhaltsysteme, die halten wir mit aller Gewalt, halten wir die ja aufrecht, dass die ja nicht wegbrechen. Ja. Die würden ja auch alle wegbringen. Alles löst sich ja ständig auf, aber wir sind so intensiv am Machen, dass wir diese Festhaltbereiche ständig wieder neu kreieren. Kann ich überhaupt ein Ich auflösen oder löst es mich auf? Werde ich aufgelöst? Das Ich kann sich hergeben, will es aber nicht. Bleibt das ein ewiger Kampf? Naja, es ist schon ein großer Kampf. Ich habe ja auch diesen Ausspruch schon erwähnt. Es ist tausendmal einfacher, tausend Armeen zu besiegen, als sich selbst zu besiegen. Also da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was wir für eine Aufgabe gegenüberstehen. Und da kann natürlich auch sowas hochkommen, ja, das ist dann nichts für mich, also da lasse ich es dann bleiben und mache weiter in meinem alten Rhythmus, in meinen alten Gewohnheiten. Aber da ist natürlich sofort auch die weitere Anweisung, ja, irgendwann müssen wir da mal ran, irgendwann haben wir vielleicht einmal die Nase voll von dieser Ich-Bezogenheit und von dieser ganzen Arbeit, von dieser Sisyphus-Arbeit, da immer wieder stabilisieren und immer wieder das Zusammenbrauen und Zusammenbasteln und immer wieder die, wie bei einem Haus, wo man auch immer ständig repariert, dass das nicht zusammenfällt, genauso ist mit dem Ich-Gebäude. Irgendwann sagen wir mal, jetzt bin ich so müde von dem ständigen Reparieren, jetzt lasse ich es zusammenfallen. Ja. Wobei dieses Ich-Bekämpfen, das ist auch nicht richtig ausgedrückt, das ist, es ist zu durchschauen, dass es dieses Ich überhaupt nicht gibt. Ja, das ist das Entscheidende. Nicht, wir müssen da nichts auflösen, wir müssen es nur erkennen, dass das eine Illusion ist, dass das eben so eine Anhäufung von verschiedenen Elementen ist, die wir die ganze Zeit zusammenmixen, zusammenbrauen und dann irgendwie so ein gewisses nebulöses Bild oder Vorstellung haben, was wir dann mit Ich bezeichnen. Aber da ist, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, da ist nichts da. Es sind Ursache und Wirkung ist da, es sind gewisse Abläufe da, gewisse Formationen da, die sich formieren.
Es muss kein ewiger Kampf bleiben. Es ist schon möglich, das mehr und mehr aufzulösen. Also, dann geht es weiter. Es gibt einen Teil in mir, der mein Leid, mein Problemdenken, in Klammer nach einer Trennung, rein beobachtet. Auch Körperempfindungen, Alltagsgedanken, Emotionen. Er schaut diesen Prozessen nur zu. Könnte dieser Teil eingreifen, wenn er nur stark genug wäre? Er ist wie Sein ohne Wollen. Es sind vielleicht keine so guten Fragen, lieber Roland, kannst du trotzdem bitte etwas dazu sagen? Ich würde gerne besser verstehen und nicht länger unter dem Leiden leiden. Es ist gar nicht schlecht beschrieben, also dieses Erleben. Es gibt einen Teil, dieser Raum des Bewusstseins, dieser Raum des Gewahrseins, das ist, denke ich, auch so ein gewisser Raum, also gerade wie es vorher auch beschrieben wurde, dieses Eingehen in dieses All-Eine, oder da öffnet sich da was, ein Raum, und von diesem Raum das ist der Raum des Bewusstseins, von dem aus eben dieses reine Beobachten stattfindet, wo eben die Körperempfindung, die Alltagsgedanken, die Emotionen und alles erkannt wird, wie es wahrscheinlich, also wenn gut hingeschaut wird, wie es kommt und geht, wie es kommt und geht. Was hier vielleicht auch noch ganz wichtig ist, nach einer Trennung, das ist ja etwas, was wir alle immer auch wieder mal erleben, ob es jetzt der Verlust von den Großeltern ist, ob es dass wir den Schulkamerad, die Schulkameradin, dass das auseinandergeht, dass wir die große Liebe gefunden haben und dann geht es doch auseinander, dass wir verheiratet waren und haben uns scheiden lassen, dass Kinder aus dem Haus gehen, dass die Eltern sterben. Also wir sind ja da auch immer wieder in unserem Leben mit Trennung beschäftigt. Ja. Und Trennung, und das ist ganz, ganz was Wichtiges und Interessantes, Trennung hat natürlich immer auch mit einem Schmerz zu tun. Also fast immer. Wenn man ein bisschen Gefühle hat, dann hat es eigentlich immer mit einem Schmerz zu tun, auch die Trennung. Und was hier passiert, und darum ist Trennung auch was, wenn wir die Trennung erleben, da kann eben auch eine tiefe, tiefe Traurigkeit damit verbunden sein. Und da kann ein tiefer, tiefer Schmerz auch damit verbunden sein. Ich würde fast sagen, so eine Art Urschmerz. Mit jeder Trennung kommen wir auch an unsere Urtrennung auch ran. Die Urtrennung, das ist die Vertreibung aus dem Paradies, wo wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, von Gut und Böse, ich hatte es schon auch erklärt. Von dem Baum eben, von dem wir nicht essen sollten und dürfen. Und was das Resultat ist, eben dann diese Trennung, dieses nicht mehr im Paradies sein dürfen, nicht mehr in der Einheit sein dürfen, nicht mehr in diesem reinen Sein dürfen, sondern eben rausgeworfen worden zu sein oder rauskatapultiert zu sein. Und das Resultat ist dann Schmerz. Sofort ist der Schmerz da. Sofort ist Angst da. Eine gewisse Scham auch da. Dieses Bedecken, sich verstecken, sich das Bedecken. Und eine gewisse Schuld ist auch da. Alles Resultate von diesem sündigen Verhalten. Wir können jetzt diesen Schmerz der Trennung auch verwenden, um an diesen Urschmerz auch ranzukommen. Auch eine Möglichkeit, auch wie wir Schmerz auch verwenden können. Wobei natürlich da auch immer wieder diese Frage auftaucht, warum, also zumindest bei mir ist es und war es immer so, warum überhaupt dieses ganze Geschehen? Warum gibt es da diesen Gott, der scheinbar, ich weiß es auch nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, eine gewisse Langeweile hat. Irgendwie geht ihm was ab.
Und er fängt an, so diese Schöpfung zu schaffen. Und dann hat er die Schöpfung geschaffen und irgendwie ist immer noch nicht scheinbar okay. Und dann erschafft er ja den Adam, so sein Ebenbild, so wird gesagt in der christlichen Tradition. Und dann ist aber immer noch irgendwie noch nicht gut und dann schafft er auch noch die Eva. Also da ist ja schon ganz, ganz viel also, ja, an Bewegung da, an Schöpfung da. Also da ist ja schon auch, ich weiß nicht, ob das dann noch so das reine Paradies ist, der Urzustand ist, das Ungeschaffene ist ja da schon immer vorhanden, könnte man sagen. Und dann als weiteren Schritt ist eben diese Versuchung von diesem Baum, von der Schlange, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und da ist ja schon, wo dann eben die Versuchung, der Versuchung nicht widerstanden werden konnte und eben sozusagen dieser Sündenfall geschehen ist und die Vertreibung aus dem Paradies stattgefunden hat. Und in der christlichen Tradition wird ja gesagt, dass wir ja unter diesem Sündenfall eben leiden müssen bis zum jüngsten Gericht, so ungefähr, soweit ich mich erinnere. Ja. Ich denke, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu lang, da so lang zu warten, sondern wir können da natürlich was unternehmen. Und gleichzeitig ist für mich aber immer wieder auch die Frage auftaucht, warum ist das alles passiert? Warum sind wir da in dieses samsarische Geschehen eingetreten? Also in unserer Tradition wird da von diesem samsarischen Geschehen gesprochen. Warum sind wir in diesen Kreislauf der Wiedergeburten eingetreten? Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir uns darauf eingelassen? Warum hat sich das so entwickelt? Warum? Was, warum? 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 Ja. Und da gibt es eine relativ einfache Antwort und das ist vielleicht auch was Wichtiges, was wir da verstehen können oder begreifen können. Und da gebe ich immer gern dieses Beispiel. Solange wir gesund sind, also dieses Gesundsein mit einem heilen Zustand vergleichen. Solange wir gesund sind, ist es selbstverständlich. Also wir denken da gar nicht drüber nach. Es ist uns nicht wirklich bewusst. Und um das bewusster zu machen, und das ist genau dieses Geschehen und dieser Ablauf, um es bewusster zu machen, vielleicht auch noch kraftvoller zu machen, müssen wir erst einmal krank werden und wenn wir nach dem Kranksein wieder gesund werden, dann ist uns das Gesundsein natürlich viel bewusster, als wenn wir nie krank gewesen sind. Und das, denke ich, ist der Sinn von dieser samsarischen Reise, die wir angetreten haben, dieser Inkarnationsreise, wo wir wahrscheinlich schon unzählige Inkarnationen hinter uns haben und wo wir ja, ich denke, wenn wir dann mit so einer Lehre in Kontakt kommen, wo wir schon so ein bisschen auf der Ziellinie sind oder wo wir zumindest in einem Zustand sind, wo wir sagen, ich war jetzt oft genug da, ich habe es jetzt langsam kapiert, mir reicht's. Also ich bin langsam bereit, aus diesem Rad der Wiedergeburten auszusteigen. Ich bin langsam bereit, tatsächlich loszulassen. Ich bin langsam bereit, aus dieser wieder vom Baum des Lebens zu essen dem Baum der Erkenntnis zu entsagen, dieser ständigen Trennung, dieses ständige Haben wollen, Loshaben wollen, dieses ständige Ankurbeln von dem bedingten Entstehungsrad, von diesem Kreislauf, von diesem Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Irgendwann kommt, denkt bei allen der Punkt, wo man sagt, es reicht, es ist gut. Ich habe genug gelitten. Ich bin bereit, jetzt da die entsprechenden Schritte zu machen. Und da haben wir ja ein wahnsinniges Glück, ein total super Karma, dass wir mit einer Lehre in Kontakt kommen, wo uns genau gesagt wird, was wir zu tun haben, um da rauszukommen. Eine ganz schöne Möglichkeit, die wir haben, gerade wenn es auch vielleicht um Trennung geht, um diesen Schmerz geht, um gewisse Schuld auch geht und so weiter, da haben wir die Möglichkeit, eine Vergebungspraxis zu machen. Und da gibt es in der hawaiianischen Tradition gibt's eine ganz tolle Vergebungspraxis, die heißt Ho'oponopono.
Und die besteht aus 4 Bestandteilen. Und gerade wenn man es im Zusammenhang mit dieser samsarischen Geschichte auch hört und vielleicht auch einsetzt, macht es sogar noch mehr Sinn. Der erste Schritt bei dieser Praxis ist, zu sagen, zu sich selber erst einmal zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mich in dieser Situation festhalte, dass ich mich in diesem samsarischen Rad immer noch aufhalte, dass ich das immer noch weiter fortführe, dass ich das immer noch wieder ankurble. Es tut mir leid, dass ich diese Urtrennung, dass ich diesen Weg gegangen bin. Wobei, wie gesagt, hat auch seine Bedeutung, es hat seinen Wert, es macht auch Sinn, dieses samsarische Potenzial auch zu erkennen. Aber gleichzeitig ist es eine schöne Möglichkeit, uns dafür zu vergeben. Es tut mir leid, ich vergebe mir. Als zweiter Schritt, dass ich da immer wieder ankurble, dass ich immer wieder diese Ich-Bezogenheit wähle, dass ich immer wieder verdichte, dass ich immer wieder das Leiden kreiere. Es tut mir leid, ich vergebe mir. Und als dritter Schritt dann, ich liebe mich. Ganz, ganz wichtig. Ich liebe mich, die Kraft der Liebe, uns selber schenken. Also aus tiefem Mitgefühl vielleicht, auch aus tiefer Verbundenheit mit uns selbst, aus tiefer Liebe. Ja, dass wir auch, vielleicht jetzt positiv ausgedrückt, dass wir diesen Mut hatten, diese sehr, sehr herausfordernde Inkarnationsreise anzutreten und unsere Erfahrungen zu machen. Und dadurch durch unsere eigenen Erfahrungen zum Erfahrungsschatz des großen Ganzen auch beitragen. Also da können wir uns schon auch anerkennen. Es sind alle, so wird manchmal auch gesagt, spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen, die eine menschliche Inkarnationsreise angetreten sind. Und wir sind jetzt dabei, sozusagen diese menschliche Inkarnationsreise so langsam, langsam, langsam abzuschließen. Ich liebe mich. Und als viertes dann, danke. Danke, dass ich diese Erfahrungen machen darf, dass ich das spüren darf, dass ich das erleben darf, dass ich diesen Weg gefunden habe, dass ich diese Heilarbeit machen darf. Das ist jetzt auf uns selber ausgerichtet, aber das können wir natürlich auch für jemand anders machen, wenn jemand anders uns verletzt hat oder wir jemand verletzt haben und wir jemand anders sozusagen immer noch binden mit der Trennung, was hier erwähnt ist, wo dann dieser Trennungsschmerz und wo bestimmt auch viel Ungutes dann auch abgelaufen ist und ja, vielleicht auch eine gewisse wahrscheinlich eine gewisse Verletzung auch einhergeht, Schmerz damit verbunden ist und Missverständnis und alles, was halt so dazugehört. Da können wir natürlich auch sehr, sehr schön auch diesen Menschen auch dann sozusagen in unser Herz bitten und zu dem sagen, es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Oder ich verzeihe dir. Ja, wenn vielleicht wir das Opfer sind, wobei, ich hatte auch davon schon gesprochen, indem wir in die Opferhaltung gehen, wären wir gleichzeitig auch Täter. Es gibt kein Opfer ohne Täter sein, es gibt kein Täter sein, ohne dann auch diese Opferqualität zu erleben. Ich liebe dich, wenn es möglich ist. Wenn wir von der spirituellen Perspektive eine Trennung anschauen, ist es möglich, dass wir denjenigen lieben. Ja? Weil derjenige ermöglicht uns die Erfahrung der Trennung, ermöglicht uns an diesen Urschmerz ranzukommen, der Trennung. Das ist natürlich ein großes Geschenk auch, da ranzukommen, an diese vielleicht Urtraurigkeit auch ranzukommen, die mit jeder Trennung auch einhergeht. Von der Ego-Perspektive ist es natürlich, ja, mit mir nicht. Also tiefe Verletzung. Spirituell, ich
liebe dich und danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, an diese tiefe Verdichtung, an diesen tiefen Schmerz, an diese tiefe Blockade, an diese tiefe, ja, an dieses tiefe Trauma ranzukommen. Wir werden heute in der liebenden Güte-Meditation das machen, diese Ho'oponopono-Praxis, aber vorher können wir nochmal kurz aufstehen und die Beine strecken.